Ich nutze jetzt den Grafikrechner von GeoGebra, klicke hier auf Algebra, möchte die allgemeine Exponentialfunktion zeichnen, also y ist gleich oder f von x ist gleich, jetzt Buchstaben, allgemein c mal a hoch x, also c, 1, 2, 3 mal Buchstaben a, 1, 2, 3 hoch x, genau, dann noch Pfeil und Return und dann habe ich es schon da. Also für c gleich 1 und a gleich 1, da ist alles 1. Das ist jetzt ein bisschen langweilig hier, genau. Aber sobald ich jetzt hier das a größer 1 mache, also 1 mal 1,8 hoch x ist eine typische Exponentialfunktion. Wir könnten hier auf die 2 gehen. Was ich kann hier auch ein Video laufen lassen, kann den Startwert verändern. Was mich hier noch stört, also negative Zahlen machen da keinen Sinn. Da klicke ich jetzt, also das kann ich noch anpassen, noch ein bisschen schöner machen. Einstellungen, der Minimum soll 0 sein, soll bei 0 starten. Und dann könnte ich Maximum auch 20 eingeben. Das passt. Genau, und dann wieder zurück. Und dann kann ich auch hier so ein Video laufen lassen. Ja, jetzt steigt da. Und wenn a unter 1 ist, haben wir eine fallende Funktion. Ja, also jetzt noch eine steigende Funktion, über 3,77 startet und in dem Bereich fällt. Ziemlich rasant. Genau. Und mit diesem Tool kann man wunderbar spielen und die Exponentialfunktion kennenlernen.